So, das hier wird ein sehr seltsames Video werden, jawohl, weil die Kamera steht da oben und damit ihr alles nicht verkehrt rum seht, werde ich nachher das Video einfach umdrehen. Genau, ich mache das so und jetzt sehe ich das verkehrt und dann sorge ich dafür, dass ihr das spätestens alles richtig seht. Sieht immer noch komisch aus, aber was soll's. Es ist, wie schon gesagt, ein Wunder geschehen. Es ist kaum, ich weiß nicht, anderthalb Jahre her oder wie lange, dass dieses Ding angekündigt wurde und dann nie lieferbar war. Und dann gab es irgendwie bei eBay Leute, die konnten es beschaffen, locker für einen doppelten Preis. Also ich glaube, Listenpreis ist $250. Und dann konnte man also locker das Doppelte, $500 und mehr war überhaupt kein Problem. Ja, und jetzt plötzlich, kurz vor Weihnachten, gucke ich bei eBay rein, so, $266, Fabrik neu, direkt einfach mal eben so vom deutschen Zulieferer. Habe ich sofort zugeschlagen, weil ich denke, so viel billiger wird er nicht mehr werden. Auch wenn das eigentlich ein Tick über Listenpreis ist, aber die Nachfrage ist einfach zu hoch. Ja, habe ich zugeschlagen und jetzt innerhalb von, ich weiß nicht, 2-3 Tagen war der da. Und jetzt mache ich ein Unboxing-Video. Also es gibt wenig Nutzloseres auf dieser Welt als Unboxing-Videos. Und es gibt wahrscheinlich ungefähr 1 Milliarde Leute, die es schon gemacht haben. Und das ist wahrscheinlich besser als ich. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass die Leute sich das trotzdem gern angucken. Ja, jetzt bin ich ja interessiert. Warte mal, wie rum seht ihr das gerade? Ihr seht das so rum. Wenn ich das umdrehe, habt ihr es richtig. Okay, weil im Moment geht nämlich die Klappe genau in meine Richtung auf hier. Na komm, gib alles hier. Ich werde die Packung nicht gleich zerfleddern. So, ein Pappkarton. Das ist doch schon mal schön. Dann haben wir hier jede Menge formschönen Schaumstoff, der sich offensichtlich bis ganz unten durchzieht. Was haben wir hier? General Aviation. Das werden wohl. Muss ich mal gucken, wie es aufgeht. Ah, hier ist mit einem Wenzel. Magnetverschluss. Ui, die haben sich das ja was kosten lassen. General Aviation. Da sind also die Hebel drin, die man so für 0815 Flieger braucht. Ne? Das kennt ihr hier. Das ist normalerweise, jetzt muss ich dich überlegen, das ist Mixture, also Mixtur. Das ist die Propellerblattverstellung. Hier sind zwei Hebel. Jetzt gucke ich mal, was da drunter ist. Gar nichts. Also hier wird eine Menge Luft mit verschickt. Das ist schon mal toll. Und zwar beschriftet. Das wäre natürlich noch toller. Hier haben wir Commercial. Da tippe ich mal drauf, dass die Regler für den Airliner drin sind. Der ganze Kasten ist auch erheblich dicker als der andere. Könnt ihr es auch sehen? Ich muss mal aufpassen hier mit der Kamera. Soll ich euch noch ein bisschen höher? Ich mache euch ein bisschen höher. Komm her. Ja, nicht, dass ich nachher alles wieder fest und losgeschraubt habe hier. So. Ist ein bisschen besser, ne? Ja, nicht perfekt, aber was soll's. Also, 1, 2, 3, 4 Flaps und Speedbrake. Da weiß ich jetzt schon, wie es laufen wird. Ich werde Flap und Speedbrake auf jeden Fall anbauen und dann 4 Schubregler, von denen ich nur 2 brauche. Oder 2 Gashebel, 2 Propellerhebel. Ey, ich weiß doch nicht, mal gucken. Ist ja selten, dass ich irgendwie etwas einzeln verstelle. So, hier müssen, ich vermute mal, dass hier drunter auch nichts ist. Aber hier müssten irgendwo noch die für die Schubumkehr, die Sperrhebel, die müssten hier noch irgendwo sein. Schauen wir mal. Ja, da sind sie. Ja, da, ne? Da seht ihr die Sperrhebel. Also anheben mit einem. Aber sie springen nicht von selbst zurück. Ich weiß, sie ist beim echten Flugzeug auch so. Ich glaube, mich daran zu erinnern, als ich im Airbus-Simulator war, dass sie von selber zurückschnalzen. Sie sind allerdings hier fehlerbelastet. Das ist ein relativ deutlich spürbarer Knack, der sie auch daran hinter zurück zu wuppen. Und unten drin, das ist irgendwie hohl und ich vermute mal da drin bewegt sich irgendwas. Oder nee, das scheint mir elektrisch zu sein. Das sind Steckkontakte da drin, elektrische Steckkontakte. Da, Rotate Top 180. Aber nicht da drauf. Doch hier, Rotate Top 180 for 2 Engine Configuration. Da kann man von 2 auf 3 umstellen. Da. Na, auf der einen Seite steht die 3 und auf der anderen Seite steht die 2. Das sind ja schlaue Burschen. Warte mal so rum. Ne? Wir müssen den Hebel hier irgendwie verschwinden lassen. So, Klappe zu, Magnetverschluss finde ich toll. Okay, dann schauen wir mal, wie viel Schaumstoff wir hier rauspulen müssen. Ja. Eine Plastiktüte, habe ich mir schon immer gewünscht. Eine super Plastiktüte. Einen ganzen Sack. Ist da noch was drunter? Ja.
trotzdem, ich stelle es mal eben beiseite. Oh, ganz schön Gewicht drin noch. Gar nicht mal wenig drin. Das gehört hier gar nicht dazu. So. Na, dann kommt auch mal der Schatz. Ja, ne, rohe Eier. Immer schön vorsichtig wie rohes Ei behandeln. So, wie sieht er aus? Er ist deutlich toplastig. Also hier vorne spielt die Musik. Das hier hinten fühlt sich an, als wäre es alles hohl. Ne, damit das Ding nicht so klein aussieht, wenn man schon so viel Geld ausgibt. Allerdings ist hier offensichtlich, das sind rausschraubbare Füße, da ist was zum Einhaken, da kommt die Plattform rein. Hier hinten, das könnte für einen Lüfter sein, ein Gitterchen. Ne, hier vorne merkt man auch, also es muss schon eine Tischkante sein, sonst steht das Ding nicht ordentlich. Was haben wir denn alles? Also Flaps ist klar. Flap ist ein bisschen schief, der Hebel. Up and Down, also ein Momentkontakt. Autopilot, ebenfalls ein Momentkontakt. Decrease, Increase. Ich versuche es mal so zu machen, dass ihr ein bisschen was seht, ne? Auch wenn ihr über Kopf seid. Das fühlt sich an wie ein Rotary Encoder, also praktisch ein mit Stellnoppen versehenes Dingsbums ohne Anschlag. Das ist hier wahrscheinlich anders. Hier haben wir Alt. Ja, in Airspeed, Course, Heading, Vertical Speed und Alt. Das sind einfach, da kann man dann den entsprechenden Knopf im Flugsimulator mit belegen. Heading, Navigation, Approach, Reverse, Altitude, Vertical Speed, in Airspeed. Gear, drei Lampen, wahrscheinlich rot und grün. Gear Up, Gear Down. Ein Hebel, der führt sich an. Ich würde sagen, der ist hinten mit einer Sprungfeder belastet, also er schnalzt hoch, er hat keinen Druckpunkt oder sowas und dann schnalzt er runter. Also eine Wippe über eine Sprungfeder hinweg, denke ich mal. Hier sind diverse On-Off-Schalter ohne Beschriftung, das heißt doch hier mit Beschriftung. Nee, warte mal. Das sind Warnleuchten hier mit einer Abziehfolie für irgendwas. Die Schalter kann man da wahrscheinlich frei belegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Warum 7? Wahrscheinlich, damit die dicken Finger dazwischen passen. Und hier sind, das sind jetzt die Abdeckblenden. Ne? Wenn man weniger als 6 Hebelchen braucht, dann kann man hier die Abdeckblenden drüber machen. Hier, ohne hinzugucken, gehe ich davon aus, dass ich hiermit den Widerstand der Hebel einstellen kann. Das ist schon mal super. Im Grunde wird das eine durchgehende Schraube sein, die einfach alles ein bisschen weiter zusammenpresst. Und je mehr man es zusammenpresst, umso schwerer bewegen sich die Hebel. Einfach, damit man ein bisschen ein Gefühl in der Hand hat. Das Trimrad, das wird wahrscheinlich nicht motorisiert sein. Das wäre natürlich der absolute Knüller. Nee, ist aber Trimrad. Es hat leider auch nicht genug Schwung, um es, wie soll ich sagen, so hui drehen zu lassen. Aber das hindert einen ja nicht, da irgendwie so... Ich habe noch einen Streifen selbstklebendes Auswuchtblei für Reifen und für Räder liegen. Wenn man das da reinklebt, warum soll das Ding nicht als Schwungmasse rotieren können? Ja, und hier sind natürlich diverse Warnleuchten. Wie die belegt werden, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich muss man ihm sagen, welchen Flugsimulator man hat und dann macht er das. Master Warning, Engine Fire. Ich halte es euch mal hin. Ja, ihr könnt es aber auch im Internet ganz bestimmt irgendwo wunderbar gucken. So, das war das Hauptgerät. Fühlt sich übrigens insgesamt, ne, abgesehen davon, dass hinten alles hohl ist, fühlt es sich aber insgesamt wertig an, so möchte ich das mal nennen. Also es fühlt sich an, als wäre es nicht nur Plastik, sondern dass da irgendwer auch irgendwas Sinnvolles reingebaut hat. So, noch mehr Schaumstoff. Wow, Schaumstoff. Kann man das überhaupt? Ah, das kann man abnehmen hier. Und dann holt man hier die Montageplatte runter. Eine moderne Betriebsanleitung für jene, die des Lesens kundig sind. Ja, zwei Zwingen. Wir wollen hier niemanden zu irgendwas zwingen, aber doch genau das tun wir. Und ich glaube, das war's jetzt auch. Ne? Ich reiß jetzt den letzten Schaumstoff links nicht auch noch raus. Ja, fühlt sich gut an. Es ist kein Plastik, also Vollmetall. Ne? Das liegt gut in der Hand. Das ist ein USB auf USB-C Kabel. Das heißt, wir müssen hier irgendwo einen USB-C Anschluss haben. Da bin ich ja mal neugierig. Ja, hinten mittendrin
USB-C. So, das ist das. Die Montageplatte hat ein Abziehdingens, weil das fühlt sich hier sehr nach Anti-Rutsch ab. Also dieses schwabbelige Zeug, was man an Auto-Armaturenbrettern hinklebt. Ist das selbstklebend? Das ist selbstklebend, Leute. Oh, 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 oh. Also zieht diese Folie erst ab, wenn ihr sie braucht. Ich glaube, das ist wirklich, also wo die mal drauf ist, ist die drauf. Dann haben wir hier noch, das sieht aus wie Stelzen, die man ausklappen kann. Ja. Ja, den einen kriege ich so raus, den anderen jetzt nicht. Das heißt, damit kann man also eine leichte Schräglage zu Piloten hinmachen. Der Knopf ist wohl Aluminium. Der Rest ist Honeycomb. Das Ganze wird wohl relativ massiv ABS mit hoher Dichte sein. So viel zur Hardware. Und dann sind hier noch Zettel dabei. Flight Simulation, Aerosoft, Honeycomb. Ja, Flight Simulation World of das Aerosoft, genau. Das ist wohl ein Vertriebspartner, wie man so schön sagt. Und da wird gleich Werbung mit eingebaut. Mit guten, teuren Sachen. So ein G1000 Simulator, der kostet sein Geld. Das ist fein zu haben, aber hui. Da muss man ihn auch ein bisschen öfter brauchen als ich, damit sich das rentiert. Ich glaube, dann liegen wir bei 2,5 oder vielleicht sogar 3.000 Euro bei sowas. So, den Honeycomb, den habe ich nicht. X-Plane 11 von Laminar Research. Es gibt ja schon eine Menge Gerüchte über X-Plane 12, ne? Aber warten wir mal ab, was da kommt. Es steht aber jetzt schon relativ fest, die Grafik bei X-Plane 12 wird nicht so geil sein wie bei dem Flight Simulator. Weil Microsoft kann natürlich jederzeit auf Google Earth zugreifen. Das kann X-Plane 11 nur gegen Geld. Und das werden sie wohl nicht tun. Honeycomb Bravo Throttle Quadrant. So, darf ich mal daran erinnern, dass in Deutschland eine deutsche Bedienungsanleitung Vorschrift ist? Ich glaube, ich habe was gerade Deutsches gesehen. Ja, DE. Also es gibt die Anleitung, die sehr kurz ist. Gibt es auch in Deutsch. Ich lese sie mal eben einfach in Englisch. Das geht schneller. Das sind eigentlich dieselben Teile, das ist also das Unboxing in Schriftform. Step 1, Step 2, Step 3 und so weiter. Ja, jetzt fällt mir gerade auf, ich habe zwei rote und zwei blaue Hebel, aber keine zwei schwarzen Hebel. Also dafür muss man dann wohl in jedem Falle die hier benutzen, oder täusche ich mich dann? Nein, es gibt irgendwo noch zwei schwarze Hebel, die sind hier aufgeführt. Also gucke ich hier bei General Aviation nochmal rein. Ja, ach so. Ich dachte, das wären hier nur Aufsteckhebel. Nein, das sind die schwarzen mit einem Knopf für Autopilot off. Also, es sind auch schwarze Hebel dabei. Sechs General Aviation und 6 Stück Commercial Airplane. Das ist schon mal gut. Single Engine Complex, Multi Engine, Single Engine. Ja, die diversen, also für die Leute, die keine Fantasie haben, wird hier einzeln darauf hingewiesen, wie man das einzeln zusammenstöpseln kann. Mounting Solution, Dual Mounting Solution, Cleaning, mit Autopilot and Annunciator Panel, Driver Installation, download the latest drivers by visiting flyhoneycomb.com/drivers. Das heißt, hier ist keine CDs und keine Treiber dabei. Die muss man sich selber beschaffen. So, use this product only as intended. Also die Bedienungsanleitung grenzt an Nicht-Existenz. Sie ist auch nicht so tragisch, aber außer wie stecke ich das zusammen, steht da eigentlich nichts drin. Man sollte also seinen Flugsimulator so einigermaßen kennen. Ja, jetzt muss ich erstmal unten an meinem Flugsimulator kräftig rumbauen und Platz schaffen. Weil momentan habe ich da ja ein Holzgerüst, wo der Monitor drauf steht. Und dann habe ich den, wie heißt der doch gleich, den Logitech Throttle Quadrant, ne, mit den drei Hebelchen. So viel mehr Platz, ne, wo hinten auch noch so viel Platz gebraucht wird, habe ich da eigentlich gar nicht mal. Da werden wir mal sehen, wie ich das hinkriege. Ich kann ja mal einen hiervon abmachen. Ja, ich will auch nichts abbrechen. Das ist aus Gummi, das Ganze. Ja, so sehen die aus. Ne? Bisschen Schwabbelgummi, aber fühlt sich nach Qualität an. So, das ist die Hebel. Und zwar haben wir hier ein... Das ist mir sogar ein bisschen zu schwergängig. Hier drehe ich mal ein bisschen lockerer.
Ja. Ah, mit Anschlag. Also man kann ganz locker oder ganz fest und dazwischen alles, was dazwischen ist, aber er fällt einem nicht irgendwie auseinander. So, die Verstellung ist schon ein bisschen ruckelig. Also es ist nicht so, dass das jetzt wie im medizinischen Zubehör seidenweich, sondern man merkt also schon leichtes Geruckel darin. Beschriftung haben wir hier 01234, das ist wahrscheinlich für Airbus, ne, Flaps. Dann haben wir hier 01215, 1525, da tippe ich mal auf Boeing. Hier haben wir in der Mitte so eine Skala mit ja, ne, Schubhebel halt generell. Und hier ist irgendwas, wahrscheinlich ist das hier wieder Airbus, der Knacken zwischen, oh, wie heißt es noch gleich, Take-Off, Go-Around und Cruise-Level, damit man weiß, wo der Autopilot... Jetzt muss ich mal gucken, gibt es da eine Raste? Das kann ich mir eigentlich nicht... Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Eine Raste wäre sinnlos. Flight Detent Armed Down. Ja, das wird die Luftbremse sein, ne? Up, Down, Flight Detent Armed, Nose Down, Trim, Nose Up. Das ist hier fürs Trimrad. Ja. Gefällt mir. Es gefällt mir. Es fühlt sich auch alles irgendwie gut an. Die Oberfläche hat irgendwie... Also es fühlt sich nicht an, als würde ich billiges Plastik anfassen. Sondern es unterscheidet sich von beschichtetem Aluminium eigentlich nur dadurch, dass es zu warm für Alu ist. Ne? Alu, wenn ich das hier nehme, das wird Alu sein oder Stahl, ich weiß es nicht. Man fasst es an und es ist kalt. Das Zeug hier fühlt sich irgendwie warm an. Also man merkt, es ist irgendeine Form von Kunststoff. Aber es ist beschichtet mit irgendwas, was, wenn ihr eine GoPro in die Hand nehmt, ne, eine GoPro 8 zum Beispiel, die fühlen sich auch irgendwie an, als wären sie komplett mit Gummi überzogen. Und so fühlt sich das auch an, so leicht seidig irgendwie. Ja, also bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir das alles gut. Das Einzige, was mir auffällt, dass der Flapshebel so ein bisschen schief steht. Das überrascht mich jetzt etwas. Der Aufstöpsel ist mit einer Schraube gesichert. Das weiß ich natürlich nicht. Ist das ein runder Pin? Das heißt, Schraube lösen, zurecht in Schraube festziehen. Allerdings sieht das hier sehr viereckig aus. Na gut, ist meiner Problem, ne? Meiner Drawback. Ist aber wirklich sehr meiner. Ansonsten auch die Knöpfe, ja, sind klar fühlbar. Ein bisschen was merkt man hier. Also der Autopilot ist natürlich bei der Größe über jeden Zweifel erhaben. Bei denen merkt man hier schon, ne, ihr seht, die Taste wabbelt ein bisschen. Ne, sie ist flexibel. Aber ich denke, egal wie schief ich drauf drücke, es gibt immer eine Auslösung. Also das ist schon mal gut. Ja, und die Schalter hier, alles gut. Alles gut, kein Problem. Ja, dann würde ich mal sagen, danke ich schon wieder für eure Aufmerksamkeit. Ja, und jetzt muss ich irgendwie anfangen zu basteln. Mal schauen, wie schnell ich das elegant gelöst kriege, sodass das alles so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Danke fürs Reingucken und jetzt nehme ich euch mit nach unten und drehe euch einmal um, damit ihr das alles richtig rum seht. Das wird für euch sehr merkwürdig aussehen, weil ich sitze dann plötzlich auf der falschen Seite des Tisches und ihr müsst es trotzdem richtig rumsehen. Naja, müssen wir durch, besonders ihr. So, danke fürs Reingucken und bis zum nächsten Mal, sagt der Mann. Der seine Kamera, ihr kennt den Rest. Bis dann.